nicht austrocknet, sondern die Pflanze wirklich sprießt, hatten wir ja drei Anträge mit dem Wunsch zur Änderung für den Haushalt. Bei mir persönlich ist es auch so, ich finde es sehr gut, dass dem Notfallfonds zugestimmt wird und werde mich deswegen auch nicht dem Energiegeld entgegenstellen. Also ich werde nicht ablehnen, sondern bin darüber enthalten, um das quasi nicht zu verhindern. Aber wir hatten auch gesagt, für eine Zustimmung haben wir irgendwie ein Paket von drei Sachen geschnürt. Ich möchte auf die noch mal kurz eingehen. Also das eine ist die Verteilung, dazu wurde viel gesagt. Das andere war ja einfach der Punkt der Stellen. Weil was bedeutet denn Stellen? Wir brauchen Stellen, um die Pflichtaufgaben der Kommune zu erledigen. Das ist das, was eigentlich jedem zusteht und was im Moment aber zum Teil nicht gemacht wird, weil Personal fehlt. Und das ist keine Vorfälle, das ist gar keine Kritik am Personal. Ich glaube, die machen wirklich oft über die Grenze Sachen, weil die Arbeitsverdichtung schon so hoch ist und weil es einfach gut wäre, wenn noch mehr Personal da wäre, damit Anträge schneller bearbeitet werden können, damit Leute beraten werden können, was sie noch beantragen können. Deswegen war ja eben Wohngeldstelle, Energieberatung, wäre auch Grünes gewesen, Chancengleichheit, weil wir ja letztes Mal beim Thema Wohnen und auch das Thema Antidiskriminierung hatten. Da muss man auch noch mal sagen, erstens, woher kommen die 15 Millionen jetzt? Und zweitens, wieso, wer braucht eigentlich besonders Maßnahmen? Und die Gruppe, die ja immer genannt wird, sind die Alleinerziehenden. Also dass es da eigentlich zielgerichtete Sachen braucht. Und da ist immer zum einen, da werden die 15 Millionen einmal, die 75 Euro pro Person, denen werden die nicht helfen. Das ist eine Geste, die kann auch gut sein. Bei manchen wird sie ankommen, bei anderen wird sie abgezogen werden. Oder es wird zumindest klargestellt werden müssen, wie das verhindert wird. Aber wieso sind denn die Alleinerziehenden in Kassel besonders betroffen? Und warum ist die Kinderarmut in Kassel in Hessen am höchsten? Das ist, weil Kita-Plätze im dreistelligen Bereich fehlen, Ü3 und U3. Das ist, weil Bildung und Teilhabe in Kassel mit am geringsten abgerufen werden. Das ist, weil Wohnraum schwierig zu leisten ist, wegen den Kosten der Unterkunft, also wegen all den Maßnahmen, die in den letzten Jahren nicht gemacht wurden. Und da möchte ich wissen, Stimmen. Da möchte ich wissen, was sie tatsächlich an nachhaltigen sozialpolitischen Maßnahmen machen. Also wenn wir darüber reden, es ist nicht klar, wie es mit Heizung weitergeht, werden sie kommunale Räume zur Verfügung stellen, die beheizt sind, wo es günstiges Mittagessen gibt, wo es für Kinderbetreuung gibt, wo beraten wird, wie man an Bildungs- und Teilhabemigranten. Werden sie das machen oder werden sie sagen, wir haben doch schon das EEG. Und deswegen, letzter Punkt, wo kommen die 15 Millionen her? Also ja, weil die Einkommenssteuer was an die Stadt ging, aber es ist doch in jedem Haushalt immer gesagt worden, in den letzten 10 Jahren haben wir 30 Millionen Euro gespart, weil wir die Reinigungskräfte an den Schulen ausgelagert haben. Also diese 15 Millionen sind noch mit des Geldes von den Leuten genommen worden, die in prekären Arbeitsbedingungen für die Stadt arbeiten. Und von daher gehen wir auch diese Situation an. Maßnahmen gegen Armut, dass man ganz erst in die Situation kommt, Hilfe zu brauchen.